Machen wir das Kommissariat, wie man das sonst machen kann. Oh, Herr Wallinger. Ja. Reuter, Kripo Wien. Meine Kollegin Reisinger. Ist was passiert? Es geht um Frau Kovac. Anna Kovac, die wurde gestern Abend ermordet. Was? Herr Wallinger, wo können wir uns mit Ihnen unterhalten? Wie lange kannten Sie Frau Kovac? Seit etwa 6 Wochen. Eher privat oder eher geschäftlich? Ich würde mal sagen, beides. Was heißt das? Ich suche die Freundschaft von wohlhabenden Frauen und hoffe, dass sich der Kontakt auch geschäftlich bezahlt macht. Das werden Sie ja bereits recherchiert haben. Unsere Recherche hat ergeben, dass Sie wegen Betrugs vorbestraft sind. Betrug. Betrug setzt eine Täuschung des Opfers voraus. Und Täuschung ist ein Auseinanderfallen von Erwartung und Realität. Tja, aber Ihre Opfer werden nicht erwartet haben, dass Sie sie in ihr Geld bringen, oder? Die Damen wussten, dass sie Risikoinvestitionen tätigen. Es waren erfahrene Geschäftsfrauen. Nein, die enttäuschten Erwartungen, die lagen im privaten Bereich. Wie im privaten Bereich? Es hat die Damen verletzt, dass ich irgendwann die romantische Beziehung zu ihnen beendet habe. Ja, aber erst nachdem sie ihnen das Geld aus der Tasche gezogen haben. Sind Sie hergekommen, um mich zu beschimpfen? Nein, Herr Wallinger. Wir müssen einen Mord aufklären. Und das Opfer wurde zuletzt mit Ihnen gesehen. Mag sein. Aber warum sollte ich Frau Kovac umbringen? Wer weiß. Vielleicht haben Sie sie nach dem Restaurantbesuch nach Hause begleitet. Sie hat den Safe geöffnet. Und als Sie den teuren Schmuck sahen, haben Sie die Gelegenheit ergriffen. Ich betrachte das mal als Frage und die Antwort lautet nein. So war es nicht. Wie war es dann? Frau Kovac fuhr nach Hause. Und Sie? Ich bin zu meiner Frau gefahren. Sie sind verheiratet. Überrascht Sie das? Tun Sie mir einen Gefallen und lassen Sie meine Frau aus dem Herr Spiel. Herr Wallinger, hier geht's um Mord, ja? Und das Opfer passt auffallend gut in Ihr Beuteschema. Also ich an Ihrer Stelle würde mich etwas kooperativer zeigen. Selbst wenn ich könnte, würde ich es nicht tun. Ich arbeite nicht mit der Polizei zusammen. Schlechte Erfahrungen. Den erwischen wir. Und wie?